So, dann schauen wir mal. Ich habe ein bisschen die Grafik runtergeschraubt, weil irgendwie das Spiel gerade anfing zu stören. Ich habe keine Ahnung genau warum. Ich finde es immer noch okay. Ich muss mal eben kurz schauen. Auch wenn wir, jetzt hier, das hätte ich gerne hoch. Alles klar. Weil ich bescheuert bin. So. Alles klar. Sonst gefällt mir die Grafik so eigentlich auch ganz gut. Mehr als wenn das so die ganze Zeit rumstottert. Einmal eine 7. Wie viele haben wir noch? 0. Okay. Sollen wir mal 2 versuchen? Ich nehme mal 2. Okay, brauchen wir gar nicht. Alles klar. Hätte ich vorher mal nachgucken sollen. Wäre klug gewesen, oder? So, jetzt sind wir hier oben einmal rumgegangen. Dann würde ich mal sagen, da hätten wir auch verriegelt, ne? Alles klar. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal uns hier unten um. Aua. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nö, Tür zu. Einfach nur mal, um uns ein bisschen umzuschauen. Fall. Hallo, komm. Außerdem, weil ich weiß, dass es einen Erfolg gibt, wenn man sich hier komplett umschaut. Nur so nebenbei. Also zumindest alle Räume in der Mythologieabteilung sich einmal anschauen. Oder betreten, heißt das so schön. Okay, hier dürfen wir noch nicht rein. Das sehen wir auch immer so. Wenn es so ein Drehdinge gibt, dann dürfen wir da rein. Müssen aber noch nicht. Und wenn da kein Drehdinge ist, dann können wir da einfach nicht rein. Müssen auch nicht, ne? Nebenbei. So. Dann mal gucken. Hier, okay, wir haben hier unten eigentlich nur solche großen Türen. Einmal die 5. Oh, hier dürfen wir rein. Wow. Och, Mano, komm. Diesmal schaffen wir's. So. Heute will nicht so gut. Ich weiß nicht genau warum. Okay. Hier ist nichts. 3 Ladungen habe ich vergeigt. 3 Stück. Für den Hausmeisterschrank. Mann. Dröppel, dröppel, dröppel. Da will ich vielleicht mal reparieren. Okay, TRP 68, klar. Türchen auch zu. Und dann sind wir wieder hier. In 8. 8. Oh. Ah, ne, wir haben nicht. So. Komm, wir nehmen nochmal 2. Wir haben so viele davon. Ich weiß, es ist jetzt total bescheuert eigentlich, aber egal. Zim, 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 zim. Nein. Zim, 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 zim. Oh, komm. Diesmal schaffe ich. Diesmal schaffe ich's. So. Auch wenn total dumm ist eigentlich. 26, 25, okay. Wofür? Wofür ist der Code? Newly researcher Yang, Node 40. The Epsilon containment facility has grown in equal proportions to the discoveries made during the last few months. The various spatial phenomena occurring in the vicinity of the Epsilon are astounding, and the materials excavated are just they're alien in nature and most likely dangerous. And I keep wondering about Dr. Henrik Andersen's intentions. It's clear he's looking for something. At first, I figured it to be a religious reasoning behind his actions. But when I came across a schedule for the facility, I noticed how Andersen has apparently moved his own daughter into one of the advanced care units. He's planning something. I want to find out what. Okay. Er hat also an seiner Tochter herum experimentiert. Was irgendwie jetzt, wenn ich es laut ausspreche, noch schlimmer klingt, als es wirklich ist. Nein, also noch schlimmer ist, als es ist. So. Noch schlimmer klingt, als es tatsächlich ist. Du weißt, was ich meine. 26, 25 mit einem Pfeil hier noch in die Richtung. Also nach oben. Oh, hier. Aha. Cool. Toll. Achso, da. Ich wollte gerade sagen. Hooray. 8 Stück noch. Cool.
Also jetzt wirklich cool, ohne Sarkasmus. Im ersten Moment dachte ich, yay, ein leerer Raum, super. Vielen Dank dafür, Spiel. Aber so gefällt mir das auch ganz gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach hier weiter. Auch wenn ich jetzt nirgendwo ein Aufladeding hier gefunden habe. Inventar. Ja, wir haben einen Absolut-Schädel. Noch zwei fehlen. Okay. Oh. Das Ding hier ist gerade hochgegangen. Und jetzt? Gelangen wir zurück zu Dr. Anderson. Zu B1. Okay, das heißt, auf zum Aufzug. Und der hat da in der Nähe ein Aufladedingi. Ist das hell hier? Bah. Hell! Ist ja fast wie in der Hölle. Hölle! Absolut-Forschungsstufe 3? Ich bin ja nicht neugierig. Das bringt uns überhaupt nichts, dahin zu gehen, aber ich muss es tun. Ich muss es einfach. Hier oben ist dunkel. Aber da hinten leuchtet es grün. Ah, okay. The machine. Something entered our world and it's speaking to us from the machines. The conversations among the crew are turning into fanatic gibberish. They're talking about higher beings from beyond the roots, about eternal life and ascension through the knowledge of the spirit in the machine. I fear what might come out of this. Okay, ich würde ja gerne ausprobieren, was wir da machen, aber ich will dafür eine volle Batterie haben. Eine volle Batterie, so. Weil ich möchte jetzt nicht dafür das irgendwie verballern oder was auch immer. Wir werden später nochmal nachgucken. Ganz zu schweigen davon, dass wir definitiv dahin müssen und so weiter. Ist ja nicht so, als würde das Spiel jetzt hier mega open-worldig sein. So ein bisschen ja, aber wenig. Sehr, sehr wenig. Von daher alles okay. Waste Disposal. Au. 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 Ich bleib mir mal mit der Hüfte an diesen dämlichen Stangen da hängen. Wer auch immer die da hingestellt hat. Richtig dumm. Richtig dumm. Und hier lang, ne? Vergessen wir mal, wo der wohnt. Hier ist richtig, ne? Ja. Ende. Alter. Something you need to see. Okay. Wir sind im Äther. Der hat uns erwürgt, die Sau. Hat er uns wirklich jetzt erwürgt? Alter. Was für ein gesundes Stück Fleisch er da bei sich trägt. Ich weiß auch nicht. Er wollte uns halt zeigen, dass der Äther existiert. Okay, aber ich nenne ihn jetzt mal Äther. Ist hier endlich ein Bifröst-Zwischenraum oder so? Ich weiß es nicht. Habt ihr die Kugel schon gesehen? Nee, ne? Ich nehme mich auch noch nicht. Oh, da. Okay, die wird uns rot angezeigt, wenn wir das auswählen. Alles klar. Hat er uns einfach erwürgt? Das sagte ich nochmal, der ist mir nicht ganz koscher.
Kann ich schon verstehen. Der hätte uns das auch einfach sagen können. Okay, wir hätten den wahrscheinlich nicht geglaubt, hätten das nicht schon selber mal gemacht, aber... Das ist so ein... So ein Spaten einfach. Ich will dir was zeigen. Komm, lass mich dich erwürgen. Sarah, you were right. Tell me, did you see him? Did you see the spirit from the machine? What the hell did you do? Don't you see? You killed me. You have direct access to the spirit's lair. None of us can reach it but you. You can go there anytime you want. Er wusste. Did you have a Jan-Draper with you? Yes. You can even bring things with you. Fantastic. Der wusste es nicht mal. I believe that the ether that you just came from is the home of the spirit from the machine. I believe that this spirit is Loki. Wait a minute, honey. You can't just assume that. We don't know. You are crazy. I've had enough of this. No, please listen to me. I'm sorry Henrik did that to you. We knew perfectly fine that it wasn't going to kill you, and it wasn't like we could ask you to die for us. I'm not a test subject. You can't kill me for some damn experiment. I promise. I'm sorry. I'm sorry. Please, please don't let the world end. Sarah, tell her what you told me before. Beneath the shadow of Yggdrasil, in the Well of Wisdom, is where the final artifact key can be recovered. In the depth, under the Tree of All Things. But that is not all it holds. On your way to the depth, you should be able to recover another artifact, the Eye of Odin. When you die, you have to find orbs before you can return, correct? I do. If you activate the Eye of Odin on those orbs, then you will touch them with divine magic. Then, placing them in the keyholes won't just let you pass back to Midgard. It will let you destroy the ether with a spirit left inside. We just need to find a route leading to the well. Woher wollen die das wissen? I know of one. What? I'm sorry I didn't tell you, Sarah. Before I got in contact with you again, I found the well. When I did, I thought I could fix all of this. And just like the All-Father Odin, I sacrificed my eye for wisdom. Oh, Henrik. It didn't work. The route that leads to the well is underneath us, in the waste treatment plant. Scan my hand and you'll gain access to it through the elevator. Ja, super cool. Also der Typ ist ja der geilste. Ich meine, dass sie das wissen, schön und gut, aber woher wollen die wissen, dass wir dann mit dem Auge Odins in dem Äther hin und her und dann Geist zerstören können? Irgendwie sehr esoterisch. Head down to the waste treatment plant. It should be a straight path from there. Good luck. And be careful down there. Never let the lights go out. In the worst case scenario, you always have the Yangape. Ohne Batterie. Cool. Warum hat er uns diesen Zugang nicht schon mal vorher gegeben? So, weißt du, nach dem Motto, du bist unsere einzige Hoffnung, ich gebe dir alle Möglichkeiten, die ich habe. Oder ich gebe dir ein paar Möglichkeiten. Er ist schon frech eigentlich, ne? Ich muss mal kurz gucken, wo ich hier meine nächste Ladestation habe. Ich hätte gerne eine. Hallo. Ah, ne, hier gab es keine. Streichhölzer. Au. Wo ist denn die nächste Ladestation? Es gab doch eine, oder nicht? Eigentlich müsste doch recht nah hier auch eine gewesen sein. Dum, 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 dum. War hier nicht ein... Warte. Nee, da ist einfach nur zu, ne? Hier gab es auch keine, ne? Ne. Stimmt, da sind wir irgendwann mal runtergekommen. Warte, ich schaue noch einmal ein bisschen weiter. Ich glaube... Ne, hier gab es nichts, ne? Oder? Nee. Sage ich immer wieder und laufe immer weiter. Merkst du? Ja, hier gab es nichts. Alles klar. Dann gehen wir nochmal zurück. Es wäre meiner Meinung nach doch ganz cool, wenn da eine Ladestation bei dem komischen Herrn Andersen wäre. Ich habe jetzt keine gesehen. Ich hoffe, dass ich keine übersehen habe, weil die Dinger sind eigentlich so groß. Die sollte man sehen. Schade. Also ich schaue nochmal, weil eigentlich... Ergibt das mehr als Sinn, dass hier eine ist? Ach ja, hier war... Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen bescheuert.
Weil eigentlich, das würde so viel Sinn ergeben, wenn hier eine wäre irgendwo, auch bei ihm in der Nähe, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Oder hat er hier einen, wo ist er hin? Hat hier auch keine, alles klar. Schade. Naja, was willst du machen? Dann gehen wir mal Richtung, wo war es? Ebene 2. Ebene 2. Hoffen, dass wir irgendwo mal wieder eine neue Batteriestation finden. Abfallbehandlung, okay. Oberflächenzugang, absolut, da waren wir überall. Da gibt es nichts in der Richtung, ne? Wir könnten jetzt natürlich in die Kantine gehen, wo wir den Eingang uns zu erkauft haben mit den Dingens. Dieses Räuspern, das war gerade viel zu nah. Ich habe gerade echt gedacht, das wäre bei mir irgendwie. Ich habe voll den bösen Schauer über den Rücken bekommen. Oh, wie unangenehm. Jotunheim. Wir sind in Jotunheim. Hier wohnen die Jotunen, alias die Kollegen und die Familie von Loki. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Und sehr große Bäume. Okay. Und damit herzlich willkommen zu Grounded. Ein neuen kleinen Spielchen, wo man geschrumpft wurde und in dem Garten seiner Familie wachen muss. Da vorne ist übrigens unser Vater. Ah. Nein, okay, es ist nicht Grounded. Psst, ruhig. Es ist Green Hell. Eine Mischung aus Grounded und Green Hell. Cool. Den Tannenzapfen da. Yay, wir haben endlich wieder Saft. Hier werden wir kein... Obwohl, doch, eigentlich haben wir auch Stationen gefunden in den Anderswelten. Guten Tag. Das, war ein Wurm. Wieso so unvermittelt? Oh, ja, lassen die das Licht ausgehen oder was? Am Arsch. Ich will nur da vorne zu dem Dingens. Es ist so dunkel. Ich liebe ja solche dunklen Passagen. Vor allem mit der Gefahr von Spinnen, die überall rumklettern. Oder Spinnenviecher, irgendwie sowas. Und es fühlt sich auch überhaupt nicht so an, als würden wir durch ein Vieh gerade selber klettern. So ein bisschen wie dieser Schachtwurm in Star Wars, Entschuldigung. Ich hätte schwören können, dass das eine Falle ist. Das war eine Falle. Dr. Thomas Jameson, Jotunheim Operations Supervisor, Day 3. Jotunheim. I've been working around the clock the last 3 days to set up a lift to reach the bottom of the pit with the proper equipment. Dr. Anderson claimed that this giant hole in the ground is the Well of Wisdom from the myth. The remnants of the prior guardian seems to confirm that suspicion. We're setting up the elevator to get further into the pit, but...
I have got a bad feeling about this. I think I saw something move down there. Something big. Oh, 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 oh. Ich wollte nur mal gucken, ob hier unten vielleicht irgendwo Steine sind oder so. Das wäre voll frech. Aber so sind Spieleentwickler manchmal. So, wir laufen jetzt im Dunkeln. So, hüp, hüp, komm. Das ist unser erst. Ne, ist gar kein Amboss. Ich habe von hier irgendwie gedacht, das wäre so eine Art Amboss oder sowas. Aber naja. Und hüpf. Und hüpf. Und dann mal gucken.